Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Void 2 und ja, heute gibt's wieder einiges zu zeigen und zu tun. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet und das werde ich jetzt mal Schritt für Schritt so erklären. Und zwar als erstes habe ich versucht in ein paar Streams, ich habe jetzt wieder einige Zeit nicht aufgenommen. Das heißt, ich hatte einen Livestream und ich glaube noch eine Lumash-Folge aufgenommen dazwischen. Und ja, da habe ich hier eine Schmiede mir endlich mal gebaut, eine richtige. Also wir kommen jetzt weg von dem kleinen Melter hier und können endlich eine richtige Schmiede benutzen. Finde ich auf jeden Fall cool, da ist jetzt noch Eisen drin. Und ja, was habe ich mir damit gemacht? Ich brauchte die für Stahl, ne? Um zwei Sachen nämlich zu verbinden, zwei Metalle oder sowas, oder zwei Stoffe. Da braucht man eine richtige Schmiede, da reicht ein Melter halt leider nicht. Und ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier gebaut, endlich, ne? Es wurde auf jeden Fall Zeit. Früher oder später ist eine Schmiede eh praktischer. Und ja, deswegen lieber jetzt als nochmal länger warten. Und ja, da habe ich jetzt hier mir Stahl gemischt und hier auch schon mal diese ganzen Casts gemacht und so weiter. Also Pickaxe Headcast und dieses Binding und so, ne? Und ja, da werde ich mir jetzt hier eine Spitzhacke craften. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache in der Folge oder später dann. Denn ja, ich habe noch ein bisschen was anderes zu zeigen. Ich glaube, wir machen das später noch fertig, ne? Das soll jetzt erstmal nur das Update sein, dass ich quasi, ja, das Zeug habe. Und ja, dass das dann erstmal damit gut ist. Ich weiß nicht, ob in die Pattern Chest auch diese Golden Casts rein können. Ich guck da mal hin. Ich denke aber nicht. Ich glaube, dafür gibt es noch sogar mal eine extra Pattern Chest. Hatte ich zumindest mal gesehen. Ich meine, ich habe ja hier noch so einen Ingot Cast, genau. Und den Head Cast müsste ich irgendwo auch noch haben. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ach, hier. Perfekt. Ja, dann nehme ich den mit und ich probier's mal. Aber ich dachte, dass es nicht geht. Nee, geht nicht. Ja, egal. Dann halt wieder zurück, ne? Dann tue ich die alle mal hier in die eine Kiste oder so. Genau, und ja, hier ist eigentlich noch alles unverändert. Ich habe hier nicht so viel neues Zeug, ne? Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ja, jetzt wieder an neuem Zeug, oder von wegen Lager und so weiter, habe ich erstmal hier wieder neue Boxen gemacht, ne? Aber, ja, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Also ich glaube hier, Coal hatte ich noch nicht gezeigt in der Folge, oder? Ich weiß es nicht. Und hier Lapis. Und ja, irgendwie sind auch die Texturen von den Bäumen gerade sehr verbuggt. Also hier ist irgendwie alles aus Lava oder so. Ich habe keine Ahnung warum, ja. Vorhin hat es wieder auch so übel geleckt. Dann habe ich die Texturen neu geladen, weil die Sounds auch aus waren. Und dann sah das halt so aus, ne. Und ja, was soll ich dazu sagen? Jedenfalls, ja, brauche ich eben den Lapis-Sapling zum Beispiel für die Lapis-Acorns. Da muss ich mir nämlich was craften. Und zwar habe ich jetzt angefangen mit dem Simple Storage System. Und ja, da brauche ich hier für diesen Block so ganz viele Lapis-Blöcke. Und ja, hier das Zeug, ne. Das ist aber eigentlich relativ easy, der Rest, das habe ich alles. Ja, und hier habe ich eben schon mal die Blöcke gebaut. Also Network Master und Request Table. Und was ich jetzt noch brauche, sind eben folgende Blöcke hier. Genau, Cut 5, die braucht man eh immer. Das sind immer diese Network Cable, die braucht man zum Craften und für alles Mögliche. Ja, also ich brauche hier noch dieses Remote-Ding, ne, dass man eben auch von entfernter Umgebung oder aus der Umgebung halt drauf zugreifen kann, ne. Und hier Simple Storage Network Processing Controller Block. Ja, und da bin ich eben gerade dran. Kriegen wir aber hin, weil, ja, das Lapis-Acorn kriegt man eigentlich relativ schnell, ne. Da kann ich ja hier einfach das rauscraften und fertig sind wir damit. Ich würde das mal in Acorn-Ordner wieder reintun. Ja, los, so machen wir das. Und ja, also da kann ich mir jetzt hier die entsprechenden Blöcke draus craften. Die gehen ja einfach nur aus dem Zeug, ne? Da braucht man nicht mehr das Resin, was mich eigentlich auch wundert. Aber naja, was soll ich sagen, ne? So, vier Blöcke, was braucht man noch dafür, für das Rezept? Da mache ich das nämlich direkt mal. Gold Nugget und diese Cable. Also ich weiß nicht, die Cable habe ich nicht mehr. Muss ich mir nochmal machen. Ja, ich gucke einfach mal, was ich machen kann. Gold habe ich jetzt auch nicht dabei, also ja, einfach mal sehen. So, dann hier. Cable, da brauche ich glaube erstmal wieder 8, ne? Mehr habe ich eh nicht. Und ja, wo ist denn Gold? Das hatte ich doch hier gerade irgendwo beim Wickel. Hier, perfekt. Ja, da haben wir es doch, ne? Aber ich glaube, da brauche ich mehr, oder? Bin mir gar nicht sicher. Wie viel kriegt man da raus? Ah ne, da kriegt man direkt 4 raus, das ist doch geil.
Redstone und Dings brauche ich noch. Ah, shit. Also es ist echt einiges, muss ich sagen, ne? Und ja, da muss man eben ein bisschen schauen, wie man das macht, ne? Und ja, ich wollte auch nochmal ansprechen, eigentlich für die Folge so ein bisschen, wie das jetzt ist. Also, ja, ich weiß nicht, manchmal bin ich halt zufriedener, wenn ich so Folgen habe, wo ich immer nur Sachen zeige, ne? Aber manchmal will ich auch einfach produktiv sein in den Folgen, weil ich mir dann so danach denke, wenn ich die Aufnahme stoppe, hast du ja gar nicht geschafft eigentlich, ne? War jetzt komplett sinnlos eigentlich den Server zu starten, so da so gesehen, keine Ahnung. Also, solche Gedanken habe ich dann manchmal. Und ja, da denke ich mir halt einfach nur, woran hat's hier liegen? Nee, aber keine Ahnung. Ich habe dann halt immer Zweifel, ob das so sinnvoll ist, ne? Da die Folgen so zu machen. Und ja, deswegen, ja, überlege ich da eben immer hin und her und so, ne? Und weiß halt immer nicht, ne? Und ich habe keinen Redstone. Und Cobblestone brauche ich auch noch. Aber haben wir alles. Also sollten wir haben. Ah, hier, perfekt, haben wir Block of Redstone. Beziehungsweise das reicht eigentlich auch. Und hier Cobble, perfekt. Ja. So, dann machen wir das mal. Ja, das sollte gehen, ne? Perfekt. Wie viel brauche ich davon nochmal? Huch, das nicht. Observer, da brauche ich... Ja, eigentlich nur einmal brauche ich das Ganze, ne? Ja gut, dann kann man das rausnehmen hier. Und ich gehe wieder auf die Kabel. Hä, ich habe doch den Observer. Ja, da habe ich den... Ah, hier, ja. Den habe ich irgendwie gedroppt. Ja, moin, ey. So, jetzt haben wir ja endlich die Kabel fertig. Und dann brauche ich nur noch Obsidian. Und dann haben wir das auch schon, den Controller-Block. Perfekt. Da haben wir auch direkt wieder ein Achievement. Und das ist halt viel schöner, ne? Wenn man so ein Achievement direkt machen kann in der Folge. Ich weiß nicht. Das mag ich irgendwie. Wenn man so halt einen Plan hat schon, was man machen will. Und dann zack, 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 craftet man das durch. Und dann ist man so richtig produktiv, ne? Finde ich immer ganz cool. Ja, und solche Folgen will ich halt dann auch mal öfter machen. So, ich setze den einfach mal her. Ja, jetzt kann man hier schon reinklicken. Hier könnte ich auch schon reinklicken. Und so ein bisschen was sehen. Aber ja, es war eben noch nicht fertig. Aber ich glaube, jetzt müsste es fertig sein, oder? Kann ich jetzt schon Items hier reinlagern? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Ich weiß noch nicht, was man da noch braucht. Muss ich hier noch irgendwas eingeben? Also, man braucht auf jeden Fall keinen Strom. Das ist klar, das weiß ich. Aber es kann ja sein, dass man noch irgendeine andere Sache braucht, irgendwie. Und ja, das versuche ich eben jetzt noch rauszufinden. Ich glaube, das Spiel stürzt ab. Shit, ey. Ja, ich würde sagen, weiter geht's endlich mal. Und ja, es ist wirklich abgestürzt, das Spiel. Und ich muss jetzt hier alles neu starten, was ziemlich ärgerlich war. Egal, ich gehe erstmal schlafen. Und ja, was machen wir dann noch? Ich bin schon wieder komplett raus, ne? Weil ich jetzt hier so lange gebraucht habe, bis es wieder neu startet und so. Habe nebenbei wieder was anderes gemacht. Und ja, ich muss mal schauen. Also, was wollte ich jetzt machen als nächstes? Dieses Remote-Ding noch, ne? Also, ja, das da. Ich guck mal, wie viel das kostet. Okay, Gold Nugget oder Ingots meine ich. Dann hier sowas. Das könnte ich alles, ja, habe ich eigentlich alles dabei sogar. Ja, ich probiere es mal zu machen. Erstmal hier wieder die Kabel, ne? Obwohl, da hatte ich noch welche. Shit, egal. Brauche ich eh noch mehr. So, dann hier können wir schon mal schauen. Ah ja, da brauche ich eh noch die Kabel. So. Reicht das? Ich weiß es nicht. Ja, ne, das war es nicht. Die Dinger, da brauchen wir zwei. Okay. Ja gut, dann reicht das ja so. So, da haben wir das schon mal. Dann brauchen wir hier noch die Goldinge. Die habe ich alle. Das haben wir. Jetzt muss ich das noch hier machen. Ah ja, hopper. Da brauchen wir das so. Brauche ich da noch einen? Zufällig? Ah ne, kriegt man auch vier. Perfekt, gut. Ja, und dann können wir hier das ganze Teil machen. Nice. Und ja, dann sollte ich jetzt hier drauf zugreifen können. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Okay. Ne, ich kann noch nicht rechtsklicken. Also ich muss das noch irgendwie einrichten. Ich weiß aber nicht genau wie. Das, ja, muss ich mir noch irgendwie anschauen. Oh, jetzt leckt der Server auch wieder wegen Backup. Oh Mann, ey. Na egal, ich mach mal ein Thumbnail in der Zeit. Und ja, also, ich weiß auch nicht. Es ist gerade ein bisschen blöd hier mit den Lags und so. Gefällt mir tatsächlich nicht so. Ah ja, wenigstens sind die Texturen hiervon wieder richtig. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, ich könnte natürlich auch diese anderen Storage-Sachen da verwenden, ne? Diese Teile da, diese Boxen, da kann man nämlich dann 4000 Items von einer Sorte lagern. Ginge auch, aber ja, bin ich eben jetzt nicht so der Freund von, ehrlich gesagt.
weil, ja, ich finde, da kann man bessere Lagermethoden nehmen. Und das Simple Storage System ist schon eine gute, ausgeklügelte Sache. Und ja, deswegen würde ich das einfach mal austesten, so die nächste Zeit. Und ja, also ich bin davon so mehr oder weniger überzeugt, dass das funktioniert. Mal schauen, wie es dann eben wird. Und ja, so. Ja, ich habe jetzt einfach mal das als Thumbnail genommen, ne? Hat jetzt ja relativ lang gestanden, ich weiß, halbe Minute oder so. Aber ja, egal. Ich bin jetzt eh so ein bisschen raus, ne? Vorhin war ich noch so voll im Flow und jetzt ist die Folge so richtig wieder im Arsch. Keine Ahnung. Ah ja, ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr so davon haltet, wie ich die Folgen mache. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.